Hey, Luke hier. Im heutigen Video geht es um Oberschenkelschmerzen an der Außenseite. Beginnt hier oben am großen Rollhügel über die komplette Oberschenkelaußenseite. Bei einigen von euch eventuell auch Knieschmerzen an der Außenseite, die einhergehen können. Wir sprechen in diesem Kontext über einen ziemlich versteckten Muskel, der auch von vielen Experten und Therapeuten häufig übersehen wird. Und das ist der sogenannte Tensor Fascia Latae. Ich blende den hier ein. Wie dieser Muskel genau funktioniert und wie wir den natürlich bearbeiten, lockern und aktivieren können, damit die Schmerzen verschwinden, das lernst du im heutigen Video. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. So, bevor wir mit dem Video einsteigen, wie immer die Einladung, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Warum? Wir werden in den kommenden Videos ganz viel über das Thema Hüfte, Becken und die einhergehenden Gelenkfunktionen sprechen. Ja? Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Schmerzsymptomatiken, ja? Leistenprobleme, Knieschmerzen innen, Knieschmerzen außen, Oberschenkelschmerzen außen. Aber auch wenn du nur ein Symptom hast, können die Ursachen auch in den anderen Videos eben versteckt sein, weil man eben einfach mal die ganzen Funktionen, seinen Körper und die einzelnen Übungen kennenlernen muss. Ja, das heißt, wenn du wirklich ursachenorientiert herangehen willst, kann ich dir nur empfehlen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Als erstes sprechen wir jetzt wie immer über die Ursachen der Oberschenkel- bzw. Hüftschmerzen außen, und zwar einer der häufigsten Ursachen für dieses Problem ist der sogenannte Tensor Fascia Latae. Und das ist ein kleiner Muskel, der hängt hier an eurem Hüftknochen, ja, an der Spina Iliaca Anteriore Supera. Das ist immer so ein kleiner Knochenfortsatz, an dem ihr euch orientieren könnt. Blende ich auch zur Sicherheit hier mal ein. Und dann liegt der Muskel hier relativ weit außen, ungefähr so groß wie eine Handfläche an der Hüfte. Und jetzt werden sich viele von euch fragen, Luke, Moment mal, aber meine Schmerzen, die sind eigentlich viel weiter unten. Und das liegt unter anderem daran, dass der Tensor Fascia Latae die Fascia Latae des Oberschenkels, also das Bindegewebe, das Fasziengewebe des Oberschenkels aufspannt. Ja? Und darunter liegt eine ganz, oder darin liegt eine ganz, ganz berühmte Struktur für einige Leute, das sogenannte IT-Band, ja, Tractus iliotibialis, und wenn wir uns das Ding mal ansehen, ja, das liegt eben genau im Kern dieser Schmerzproblematik. Könnte eine Erklärung sein. Wichtig, ja, das Ganze ist empirisch von vielen tausenden Therapeuten in, ich glaube, jahrzehntelanger Zusammenstellung herausgefunden worden, ja, immer für die Leute, die sich fragen, ja, Luke, was laberst du denn hier? Das ist studientechnisch bzw. empirisch tatsächlich belegt. Könnt ihr hier eben in diesem Buch Travel Triggerpunkte, ich verlinke es mal in der Beschreibung für die Interessierten unter euch, da könnt ihr das nachrecherchieren. So, und was wir jetzt machen müssen, nachdem wir das eben alles wissen, okay, wir müssen das Ganze zusammenbauen, wir müssen nämlich die wichtigste Frage stellen, ja, und zwar, warum ist der Tensor denn eigentlich überlastet, ja, und eine wichtige Nebenfunktion des Tensors, ja, neben der Hüftstreckung ist die sogenannte Abduktion der Hüfte. Ja. Wichtig, eine Abduktion der Hüfte ist bei jedem Schritt notwendig, weil wir eigentlich weniger so machen, vielmehr das Becken hier in dieser seitlichen Ebene stabilisieren. Und das werden wir uns gleich als erstes anschauen. Wir machen jetzt zuerst eine Mobilisation für den Tensor, um ein bisschen Spannung rauszunehmen, aktivieren dann den Gluteus Medius, einen wichtigen Partnermuskel des Tensors, und dann machen wir weiter. Was ihr jetzt braucht, ihr braucht einmal einen Mobility-Ball, ja? Link findet ihr auch in der Beschreibung, und wenn ihr habt hinterher mehr für die fortgeschrittenen Athleten unter euch, eine Hantelstange, ja? Da zeige ich euch gleich noch eine fortgeschrittene Manipulation. Nicht für jeden geeignet, sage ich vorweg, aber kommen wir gleich zu. Wir arbeiten jetzt erstmal mit dem Ball. Und wir wissen ja jetzt, wo der Tensor Fascia Latae liegt. Ich nenne ihn auch immer Hosentaschenmuskel. Ja, da kann man sich immer ganz gut dran orientieren, ja, wenn man eine Hose anhat. Die Hosentasche in dem Bereich, wie gesagt, hier orientiert euch an dem Knochenfortsatz. In geht dann, ich sag mal, 10 cm zurück an der Hüfte. Dann habt ihr den Ansatzpunkt. Hier oben würde ich jetzt nicht manipulieren, sondern hier unten, hier ist der Muskelbauch. Ja, dann seid ihr schon mal sehr akkurat unterwegs, ja. Aber tut mir einen Gefallen, testet hier ruhig auch mal rum. Ja. Ihr werdet merken, wo ihr so ein bisschen, also es fühlt sich alles relativ knochig an. Relativ, ist kein, ich sag mal, fleischiger Muskel, sondern der ist einfach dünn und flach, fast schon eher so bindegewebsartig. Je nach Trainings,
Zustand ist der vielleicht auch gar nicht so vorhanden. Macht in dem Fall jetzt aber auch nichts. Oh ja, da merke ich ihn. Wie so oft könnte ich da auch mal wieder rein. Und wir legen uns flach auf den Rücken. Ja, achtet mal auf meine Position. Ich lege den Bauch ab, Stirn und Brust auf den Boden. Und also ich manipuliere jetzt links und mein rechtes Bein ist hier so ein bisschen abgewinkelt. Was ihr einfach macht, wie ihr das vielleicht auch aus anderen Videos kennt. Druckpunkt, Schmerzskala 1 bis 10, so hoch wie es geht, bis aber zu einer maximal 7 oder 8. Soll wehtun, aber jetzt nicht, dass ihr irgendwie krampfhaft und irgendwie euch die Tränen das Gesicht runterläuft. Und da bleibt ihr. Und nach so 60 bis 90 Sekunden habt ihr diese neuromuskuläre Manipulation, Modulation, wie man es auch immer nennen will, und der Muskel lässt locker. Das könnt ihr in dem Fall auch ruhig mal auf beiden Seiten machen, fangt aber mit der Schmerzseite an und das reicht eigentlich. Ihr braucht nur einen Triggerpunkt, weil der Muskel nicht besonders groß ist. Ja, es gibt schon viele, die sofort eine Schmerzlinderung erfahren werden. Okay, jetzt machen wir noch eine fortgeschrittene Technik für die Athleten unter euch. Ja, wenn ihr sagt, Luke, ich bin relativ gut trainiert, ich mache viel Laufsport, vielleicht ja, klassisches Fitnesstraining, viel Sport auf jeden Fall. Ja, ich bin im Fußballverein, ich trainiere 3-4 Mal die Woche, habe gute Oberschenkelmuskulatur, ich habe dieses Problem. Ihr könnt einen Schritt weitergehen, indem ihr diese Langhantel hier benutzt. Das ist eine klassische Langhantel mit einem 50 mm Gewinde, Kugellager. Wie gesagt, da braucht ihr, ihr könnt auch irgendwas anderes Hartes nehmen. Zum Beispiel eine Klappbelle, wer hat, oder irgendwas anderes, ein Eisenrohr. Ich lege mich hier seitlich drauf. Ja, und zwar hier am großen Rollhügel angefangen. Der liegt hier so ein gutes Stück unterm Becken. Ja, ab diesem Bereich werdet ihr merken, wenn ihr darauf rollt, ist einfach hart. Extremst unangenehm, wollen wir nicht. Das hier ist unangenehm genug. Und dann können wir das Iliotibialband direkt bearbeiten. So, jetzt werden viele Leute schreien, Faszien direkt bearbeiten, geht doch gar nicht. Ja, der Meinung war ich auch relativ lange, beziehungsweise ist das auch eine Sache, ob man da jetzt eine strukturelle Änderung hat, weiß ich gar nicht. Ich habe allerdings damit rumexperimentiert, ja, und gemerkt, es funktioniert einfach verdammt gut. Ja. Das ist am Anfang ein extrem großer Schmerz, der eben extrem unangenehm ist. Ich würde hier, wie gesagt, mit dem Fuß die Hantel blockieren, ja, eventuell legt ihr euch noch was hin. Ich habe hinten immer noch einen Gegenstand liegen. Da müsst ihr ein bisschen mit rumexperimentieren, dass die. Also ich mache es zu Hause mit einer Macebell. Das ist einfach ein anderer Gegenstand. Aber das hier klappt genauso gut. Müsst ihr hinten einfach ein bisschen blockieren. Und dann könnt ihr eben hier euer Iliotibialband direkt bearbeiten. Ja, wenn ihr so einen Sweet Spot, wenn ihr so eine verhärtete Stelle gefunden habt, ja, ich würde gucken, dass ihr euch hier seitlich ablegt und versucht, den Punkt möglichst in Ruhe zu bearbeiten. Ja, und dann wirklich warten. Es kann extrem schmerzhaft sein. Wie gesagt, geht bis zu einer 7, bis zu einer 8. Und dann könnt ihr wirklich 3-4 Punkte an eurem Iliotibialband abarbeiten. Ja, ihr werdet einfach merken, die Struktur nach so ein paar Wochen Arbeit wird die Struktur weicher. Ja, viele Leute haben einfach einen extrem harten äußeren Oberschenkel, der wird einfach ein bisschen weicher. Ja, und ihr könnt jetzt hinterher mit dieser Hüftadduktion besser, mit dieser Hüftabduktion besser arbeiten. Und dazu machen wir jetzt eine Übung. So, übrigens, wenn euch die Mobilisation gefallen, wir machen jetzt gleich noch weiter, ist noch nicht zu Ende, aber wenn ihr bis hierhin schon mal sagt, ey, super Luke, toll, den Muskel kannte ich noch nicht, die Übung, die hat auch für mich direkt eine Schmerzlinderung gebracht, gib dem Video hier doch einen Daumen nach oben. Teil das Video ja, bei Facebook mit deinen Freunden, mit deinen Teamkameraden, die vielleicht auch Probleme haben, damit diese Information hier ja, mehr Menschen erreicht. Gib dir mir auch ein bisschen was zurück. Ja, ich bin logischerweise daran interessiert, dass das hier möglichst viele Menschen sehen. Und dann haben wir so eine kleine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ne? So, jetzt machen wir weiter. Ja, jetzt haben wir ja eben diese Hüftabduktion getestet. Jetzt machen wir den sogenannten Retest, Nachtesten. Ja, und ihr, wie gesagt, Knie durchgedrückt, Hüfte gekippt. Ich würde den TVA aktivieren, sage ich jetzt sofort was zu. Und dann hier auch nochmal diese Hüftadduktion
Abduktion nochmal nachtesten. Ja, und ihr merkt bestimmt, wie das Hüftgelenk hier wesentlich geschmeidiger wird, ja, wie diese Bewegung besser funktioniert. Ja. Und was dann im weiteren Schritt, da werden wir in den nächsten Videos auch noch drüber reden, wichtig wird, weil ich immer wieder gefragt werde, ja, schön und gut, Luke, aber wie lange dauert das denn jetzt, bis die Schmerzen wirklich nachhaltig weggehen? Ja, und wie gesagt, wir haben immer den sofortigen Effekt, ja, den will ich euch hier aber auch auf dem Kanal gar nicht so stark verkaufen. Die YouTube-Kommentare sind immer voll davon, aber gerade wenn ihr jetzt vielleicht auch Sport macht, euch viel bewegt oder einfach daran interessiert sind, wirklich ursachenorientiert langfristig schmerzfrei auch zu bleiben, dann ist immer noch wichtig, diese, ich sag mal, Gelenkfunktion, diese Grundfunktion auf eure Bewegungsmuster zu übertragen. Ja? Und wenn ihr da wirklich mal anschließen wollt, ja, dann habe ich jetzt ganz neu eine extrem coole Sache für euch, und zwar den Haltungscoach 2.0 Schulter und Becken. Ja? Wenn ihr die komplette Kontrolle über euren Körper zurückgewinnen wollt, wir reden da wirklich von Fuß bis Kopf, ja, über die komplette seitliche Kette des Körpers, ja, wieso Gelenk, also außen Bandschmerzen, Knieschmerzen, außen Oberschenkelschmerzen und Nackenverspannung, warum die alles irgendwas miteinander zu tun haben, wie ihr euren Becken und euren Bewegungsapparat wirklich selbstständig testet, auf Dysfunktionen kontrollieren könnt und die natürlich dann auch korrigiert und das Ganze auch nachhaltig in Bewegungsmuster und euren Alltag überträgt. Das lernt ihr im Haltungscoach 2.0. Habe ich mir richtig, richtig viel Mühe gegeben. Mehrere Monate Entwicklungszeit. Ich würde mich freuen, der ist kostenlos. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren, und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin, hau rein und ciao.